Yo, 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 servus! Mein Name ist Selecteknarr und ich darf willkommen heißen zu einem kleinen, aber hoffentlich feinen Teamvorstellungsvideo beziehungsweise ein kurzes Update-Video meinen Kanal betreffend. Wie ihr seht, handelt sich das Ganze um meinen UDT-Kader, aber bevor das Ganze losgeht, nochmal kurzen Shoutout an mein Homeboy Kentakio, der mir das Thumbnail gemacht hat und auch in letzter Zeit sehr viel grafische Unterstützung für mich war. Auf jeden Fall Dankeschön an der Stelle. Und ja, sein Link ist in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Er macht sehr viel VGC-Content. Das gibt es für mich, also im deutschsprachigen Raum, eh zu wenig. Also, wenn ihr euch für VGC interessiert, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mal bei ihm vorbeischaut und vielleicht den einen oder anderen netten Kommentar hinterlasst. So. Warum heißt das Video Kadervorstellung und Update-Video? Das will ich jetzt auch nochmal kurz am Anfang erklären, bevor wir das Team analysieren. Und zwar ist es so, wir haben es vielleicht auf Twitter schon mitbekommen. Und mein Laptop gibt langsam seinen Lebensgeist auf und ich kann damit nicht mehr richtig gut aufnehmen. So, das Kadervorstellungsvideo geht noch so halbwegs, weil ich halt echt nur den Screen von Showdown abfilmen muss. Aber die Switch zum Beispiel Capturen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also er rauscht im Hintergrund des Todes, die Aufnahmen sind laggy, es. Ihr wisst Bescheid, was ich sagen will. Laggy AF. Und ja, es macht einfach keinen Spaß mehr. Das sage ich halt gleich dazu. Das Ding ist aber, ich habe zurzeit echt viel Bock an YouTube. Auch die SML-Kämpfe haben mir sehr viel Spaß gemacht. Aber die sind jetzt halt auch nicht mehr so pünktlich gekommen, weil es einfach eine Zumutung ist mit dem Laptop. Und ich habe aber schon vorige Woche, also Stand jetzt, genau heute eigentlich, letzten Sonntag, so komisch das klingt, aber der Elektronikmensch ist ein guter Freund von mir. Das haben wir quasi am Sonntag, wenn ich zu Hause dann meinen neuen PC bestellt. Der sollte, glaube ich, spätestens nächste Woche ankommen. Wenn ich Glück habe, kommt er sogar schon die Woche an. Das wäre natürlich insane. Und dann gibt es einen massiven Qualitätspush auf diesem Kanal und es werden auch neue Formate kommen, weil ich habe halt richtig Bock, was aufzunehmen. Und wenn es dann mit dem PC gut klappt und es echt keine lebenszeitfressende, keine Ahnung, Beschäftigung mehr ist, dann könnte das sogar Spaß machen. Ja, gut. Jetzt schauen wir zu unserem UDT-Kader drüber. Das UDT, das United Draft Tournament Season 4. Ich wurde vom POC Galaxy eingeladen, ob ich da mitspielen wollen würde. Habe zugesagt, weil ich halt echt auch Bock auf Wi-Fi habe, auch wenn der Timer, ihr wisst, er ist nervig, er ist nervig. Aber Wi-Fi ist halt trotzdem, ich finde, ein bisschen schöner zu spielen als auf Showdown. Und ja, so haben wir unser Team jetzt gedraftet. Das war ein Slow Draft. Und kein Tier-Draft in dem Sinne, sondern wir hatten einen Punkte-Draft. Wir hatten so einen Hybriden, also es gab Monster aus gewissen Tiers. Und man hat für jedes Tier quasi einen Spot frei gehabt, wo man Mon for free draften darf. Dann hatte man aber noch Punkte zur Verfügung. Und jedes Tier hatte quasi auch nochmal eine Punktebelegung. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tier 1 Mon schon habe, also mein Free-Slot ist weg und ich nur ein zweites nehme, würden dafür meine Punkte drauf gehen. Also man hat 400 Free Points zu Beginn und ich glaube, die Tier 1 Mons haben 180 Punkte gekostet. Das heißt, ich habe noch ein Tier 1 Mon genommen für meinen Free-Slot und dann waren dafür 180 Punkte weg und die hatte nur noch 220 zur Verfügung. Man muss auch dazu sagen, mit den 400 Punkten muss man 4 Picks ausfüllen. Das heißt, man kann nicht einfach zwei 1 Mons, Tier 1 Mons nehmen und dafür sagen, okay, dann habe ich halt nur 2 Mons weniger im Team, das geht natürlich nicht. Und auch die letzten Tiers hatten halt Punkte, also Tier 5 waren, glaube ich, 40 Punkte, das heißt, es gab keine Nuller-Picks. Das heißt, man konnte gar nicht zu overpowered draften. Das Einzige, was war, ist auch Gigantamax in der Liga erlaubt und je nachdem, welches Gigantamax Mon man nimmt, kriegt man Punkte dazu. Oder behält sie halt gleich. Ihr seht hier schon mein Mushu. Sandy Scorch war ein plus 0 Gigantamax Monster. Das heißt, meine 400 Punkte waren unverändert. Ja, mal aber zum Beispiel, ich glaube, Evoli kriegt man, glaube ich, bekam man 100 Punkte oder so dazu. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Ich glaube auch in Liga 1 hat niemand Evoli gepickt. In Liga 2. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst. Aber irgendwas habe ich so gelesen. Ich glaube, Dos Colossos, mein Homeboy, wenn er
Ich muss mal schauen, ob er es echt durchgezogen hat, aber was es gemacht hat, auf jeden Fall mehr Props. Ja, okay. Unser Team. Mein First Pick war Latios, unser gutes altes Draco Missy. Ich war, glaube ich, Vierter oder so. Ich war relativ früh dran. Und es gab da einige Drachen zur Auswahl, auf die ich echt Bock gehabt hätte. Da war noch so ein Dragoran, es war noch ein Dragapulter und eben Latios. Und ich habe dann Mikkel die Tierlist geschrieben oder geschickt und meinte so, ja, aber komm, was würdest du first picken? Ich habe ja da ab und zu nicht so ein glückliches Händchen. Und dann meinte Mikkel, nimm Latios, der ist ziemlich geil geworden, diese Gem. Ich dachte mir, ja komm, dann vertraue ich ihn einfach mal. Und ja, warum er das gesagt hat, kann ich euch auch zeigen. Weil er hat jetzt Aurasphäre und Mystical Fire dazu bekommen. Was natürlich ziemlich krass ist. Denn jetzt gibt es, ich glaube, kein Typing mehr, das relativ gut in Latios reinswitcht. Fee ist natürlich so ein Ding, aber die meisten Feen haben halt ein Sekundar-Typing und mit denen kann man es gut treffen. Und sonst appreciaten die Feen halt auch nicht die Psycho-Attacken von Latios. Also der ist schon relativ nice. Der Speedbase mit 110 auch. Ich bin ein bisschen kränklich. Auch sehr, sehr nice. Und ja. Ich habe es zwar im Laufe des Drafts immer mehr bereut, dass ich nicht Dragapult genommen habe. Ich finde Dragapult, ich weiß nicht, ob der wirklich besser ist, aber ich finde den irgendwie cooler zu spielen. So ist meine Meinung. Aber ich habe mit Latios kaum Praxis. Und das kann sich sehr, sehr über die Season ändern. Ich glaube, ich habe auch noch nie Latios in der Liga gepickt. Zumindest in keiner Liga, die ich für voll nahm. Latias hatte ich sehr oft. Latias bin ich großer Fan. Aber Latios selten. Auf jeden Fall selten. Und ja, hab Bock, den zu testen. Und ja, ich glaube, der wird Work machen. Also der ist auf jeden Fall eines der verlässlichsten Monster, das man picken kann. Und auch nicht umsonst im höchsten Tier. Dann schauen wir gleich mal weiter. Wir haben hier Mushu, unser Sandy Scorch. Und das ist ein Gigantamax Sandy Scorch tatsächlich. Gut, warum habe ich Sandy Scorch gepickt? Weil, ja, der hat eine vierfach Rock-Schwäche und ja, Gigantamax-Monster dürfen keine Items tragen, das ist ja dann wack. Das Ding ist, in der Liga dürfen die Items tragen, das heißt, wir können hier die Heavy-Duty-Boots drauf spielen und dann ist es ein sehr, sehr geiles Mon. Seine Special-Attacke trappt den Gegner und macht nochmal Residual Damage, was sehr, sehr geil ist. Was aber für mich auch ein Hauptgrund war, den zu picken, auch wenn es jetzt sehr banal klingt, ist, ja, Sandy Scorch ist einfach mein Lieblings-Gen 8-Mon. Ich liebe das Design von denen, ich finde den einfach super cool und auch die Dynamax-Form, die natürlich dann auch so ausschaut wie die chinesische Mauer und so ein bisschen an Mushu aus Mulan erinnert. Traumhaft, traumhaft. Aber der kann schon Sachen machen, das hat nämlich Fire Lash. Was ein sehr geiler Move ist, denn dagegen kann der Gegner nicht wirklich setupen. Er hat Blattgeißel, um Rock-Types zu... Blattgeißel, wenn man so viel... Ja, Power Whip natürlich, was ganz geil ist. Hat nämlich Crunch, hat Coil. Coil ist aber so ein Ding. Ich darf erst setupen, wenn ich... Das ist so ein dummes Wort. Ich sage jetzt einfach Dynamax in der Zukunft. Wenn ich gedynamaxed habe, das heißt, ich muss erst 3 Runden stallen. Danach könnte ich theoretisch... Keulen, weiß nicht, wie oft ich das machen werde, aber ist auf jeden Fall gut zu haben. Und ja, das soll einfach hauptsächlich als Breaker sein. Ich finde den auch als physische Wall super nice eigentlich, auch wenn er nur 65 HP hat, aber halt ein gutes Typing, finde ich, mit Bug, mal Bug Resisted Kampf, was sehr praktisch sein kann. Hier kann man auch eine Special Wall spielen. Könnten auch EV mal spielen, so theoretisch. Ne, der Speed ist zwar ein bisschen madig, aber der Attack ist halt gut. Ich glaube, der hat leider keine U-Turn oder sowas. Das wäre noch so das i-Tüpfelchen, ne? Der Pattern Pass? Schade. Normal haben immer so Käfer-Dinger, so wie Senti, nicht Senti, ja, Senti, Scolipede, so den meine ich. Der hat ja auch Pattern Pass und vielleicht habe ich da jetzt so eine Analogie gesehen, weil einfach so Raupen, wie heißen denn die? 1000-Füßler-Monster halt, ne? ja. Knock-Off natürlich sehr, sehr geiler Move. Lunge finde ich auch ein bisschen underrated tatsächlich. Und ja, da kann auf jeden Fall Sachen machen. Scorching Sands natürlich ein cooler neuer Move. Die Abilities sind cool mit White Smoke und Flame Body. Flash Fire ist geil. Also ich finde alle drei Abilities natürlich spielbar. Flame Body wird wahrscheinlich
am öftesten die Wahl sein, außer wir wollen ein relativ offensives Sandy Squad spielen und der Gegner hat Sticky Web Potential, dann ist natürlich White Smoke der Way to Go, weil wir dann unsere Statusattacken Werte nicht verändert bekommen können. Ja, das zu Sandy Scorch. Ich habe ihn noch nie gespielt, auch nicht im OU, auch nicht die Non-Dynamax-Form. Also ich bin auch gespannt, was ich hier aus dem Jungen rausholen kann. Aber auf den habe ich einfach Bock und der war auch einer der Hauptgründe, warum ich beim Unity beigetreten bin, weil ich will den einfach mal spielen. So, als nächstes haben wir Ares, Schwimmerkiste, unser Gyarados. Das war tatsächlich sogar das letzte Mon, das ich gepickt habe. Ich habe es jetzt hier nur mal nach den Tiers gerankt, in der sie drin sind. Und ja, eigentlich wollte ich Tornadus in der Inkarnationsform draften, aber das hat El Scissor knapp vor mir gepickt, auch in der letzten Runde. Und ich habe das sogar übersehen und habe noch geschrieben, ja, ich nehme Tornadus. War ich der letzte Pick? Ja, ich war der allerletzte Pick vom ganzen Draft von Gyarados. Ich schreibe das rein, ja, ich nehme Tornadus. Auf einmal kriege ich so eine Markierung, nee, kannst du nicht nehmen, der hat gerade Lars genommen. Ich so, ah. Und ich habe am Vortag noch mit Kev geschrieben, das ist Kev 99, der hat mir noch ein bisschen geholfen, das Team zu finalisieren. Und da war halt auch schon die Wahl zwischen Gyarados und Tornadus und er hat mich dann auf Tornadus umgestimmt, weil der Speed einfach ein bisschen cooler ist. Mit Define kann ich Defog und so weiter bestrafen, aber ist jetzt alles nicht mehr der Fall. Deswegen musste ich zu meinen ersten Gedanken zurückgreifen, Gyarados. Ist aber ein gutes Mon. Intimidate eine sehr gute Ability, Moxie auch eine sehr gute Ability, 81 Speed. Ist ganz solide, muss ich sagen. Und ja, Drachentanz Gyarados war eigentlich immer schon gefährlich. Wir können mit denen in Ground-Types reinkommen, was cool ist. Und ja, Gyarados kann sowohl offensiv als auch defensiv gespielt werden, was ich ganz cool finde. Und ja, der wird schon seinen Job schon machen. Und ja, das Ding ist, in der GPL hieß ja mein Komo-O Ares. Und den habe ich halt echt aus Versehen hier und da mal in eine super effektive Attacke reingeworfen und Ares war da ein bisschen triggert deswegen. Und jetzt habe ich ihn halt auch schon geschrieben, ich nehme Gyarados halt echt nur mit, wenn ich hundertprozentig sicher bin, dass der Gegner eine Elektroattacke im Team hat, in die ich Gyarados reinwerfen kann. Und gegebenenfalls müssen wir da auch einfach mal im Kampf ein bisschen scouten, damit das auch funktioniert. Schöne Grüße an Ares. So, jetzt haben wir Joey Diasort Play, mein Primarine. Das war tatsächlich sogar der vierte oder fünfte Pick, den habe ich unter Anführungszeichen relativ früh genommen. Das Ding ist, dass irgendwann begann, man kennt es, das große Feensterben. Ich wollte Togekiss haben, das hat mir jemand gesniped, ich weiß gerade nicht genau wer, ich glaube Eve hat Togekiss genommen, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ja, und dann habe ich halt schauen müssen, welche Fee will ich haben. Es wären im höchsten Tier wäre nochmal frei gewesen, aber ich wollte nicht 180 Punkte verschwenden, unter Anführungszeichen, zumal ich schon einen plus 0 Dynamaxmon genommen habe und ihn nur mit den 400 Punkten haushalten muss. Deswegen habe ich so weitergeguckt und habe gesehen, so Primarine. Ja doch, der könnte gut sein. Ich hatte den auch noch nie in der Draft-Liga, aber ich habe schon oft gegen ihn gespielt und der war eigentlich immer nasty zum Umspielen. Gegen den zu bauen war immer nasty und ja, ich glaube, der wird seine Rolle auch ganz gut machen. Kann defensiv sein, kann mit Core Mind was machen, kann aber auch Spec sein. Und ja, das ist schon ziemlich formidabel. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich noch viel zu sagen muss. Primarine ist jetzt nicht so das Mon der großen Überraschungen, glaube ich. Da kann ich so ein random Aqua Jet. Greens hat er. Oder 12 für Blacks, das wusste ich gar nicht. Ja, overall ein gutes Feen-Pokémon, glaube ich. Vor allem im Draft-Format ist nochmal ein Stück besser als in Standard. Und ja, ich würde sagen, das ist Primarine für euch. Nächstes haben wir Chrometheus. Mein Metacross, das war mein dritter Pick, glaube ich. Ich glaube, es war mein dritter Pick, weil ich habe einen Drachen. Oder hatte ich Diasort Play schon, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollte ich den Fairy Dragon Steel Core irgendwie zusammenbauen. Den Drachen hatte ich ja schon. Da habe ich so gesehen, es gibt so viele Stahlmons, gegebenenfalls in den niederen Tiers. Und der ist in Tier 3 gewesen. Dachte ich, ja, Metacross, den kann man auf jeden Fall nehmen. Der ist auch sehr flexibel, kann mit Setup um die Ecke kommen, kann aber einfach ein EV-Tank sein, der kann Rocks legen. Body Press hat jetzt neu dazu bekommen. Ja, ist auch nicht so das. Wobei, Metagross muss man sagen, das, wie viel Special Deck hat eigentlich? 95. Der ist halt auch mixed brauchbar, muss man sagen. Jetzt mit hier ohnehin Power natürlich ein bisschen schwieriger,
Aber man kann ihn auch mit einer Mixed-Attacke spielen, wenn der Gegner halt echt einen Mon hat, das physisch super viel tankt. Aber zum Beispiel nehmen wir mal Arctilas als Beispiel, dann kann man halt auch hier die Flash Cannon drauf spielen und die würde den halt aus dem Leben böllern. Ich sehe gerade hier, ich glaube, einen Fehler. Ich glaube, King Coach beim zweiten Tier. Bin jetzt mal ganz sicher. Ja. Ja, Metagross ist auch nicht so das große Mon der Flexibility, aber ein solides Mon. Beziehungsweise er ist schon flexibel, aber er ist nicht so richtig funky. Das meine ich. Da wird jetzt nicht mit so einem Select Berry Endure Set um die Ecke kommen können. Aber muss auch nicht. Der steckt jetzt ein, kann hart zurückhauen. Wie gesagt, hat die Rocks. Clear Body nochmal. Das heißt, Webs sind ja super immun dagegen. Body Press kann man da Sachen machen. Ja, ich bin relativ zufrieden. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal hatte. Aber ich habe den Standard seit Gen 4 sehr, sehr oft gespielt und bin eigentlich großer Metagross-Fan. Und ja, ich glaube, der wird seine Rolle ganz gut erledigen. So, jetzt haben wir hier King Coach und unser Nidoking. Vielleicht mal kurz den Nickname erklären. Und zwar hatte ich in der Schule, wo ich Abi gemacht habe, einen Lehrer, der war schon relativ selbstverliebt. Vielleicht sogar schon mit dem Hang zum Gottkomplex. Und ja, der wurde halt von den Schülern und auch von anderen Lehrern teilweise schon King Coach genannt. Das war schon so ein richtiges Meme. Und der hat, glaube ich, auch so den Freigegenstand Golfen geleitet oder gehabt. Oder hat auf jeden Fall gegolft in seiner Freizeit. Und ein paar Schüler haben mit dem mal mitgegolft. Das habe ich mal so am Rande erfahren. Und dann haben die ihn halt auch am Golfplatz gefragt, ob sie ihn jetzt Tiger Woods nennen sollen. Und er nur so richtig so, nee, Jungs. King Woods, bitte. Also, er hat sich einfach schon selbst King Coach genannt. Super lustiger Typ gewesen. War auch 2 Jahre lang mein Klassenvorstand. Und ja, habe ich sehr, sehr gefühlt. Und ja, bis heute für mich eine große Legende. Und ja, deswegen muss ich den eigentlich mit einem königlichen Pokémon wie Nidoking würdigen. Und ja, ich glaube, wenn der dabei ist, ist es ein Insta-Win. Weil es einfach King Coach ist. Nee. Ja, Spaß beiseite. So, Nidoking. Hat Sheer Force, ist wahrscheinlich hier die Ability, die wir zu 99% spielen werden. Poison Point hat Nischen, aber die sehe ich eher bei Nidoqueen. Also bleiben wir hier mal bei Sheer Force. Sheer Force, natürlich, ihr kennt die Ability, wir haben hier Life Orb. Und wenn wir jetzt so Attacken wie Ice Beam spielen, würde die durch den Life Orb verstärkt werden, durch Sheer Force verstärkt werden. Wir würden keinen Recall von Life Orb kriegen und wir können dafür nicht freezen, was aber nicht so schlimm ist, weil Nidoking, der böllert einfach des Todes rein. Was ich auch an Nidoking sehr cool finde, sind die Toxic Spikes. Halt, wieder vertippt, so. Plus die Tatsache, dass er gegnerische Toxic Spikes absorbieren kann, was sehr praktisch ist. Deswegen ist nie ein Fehler, einen Grounded Poison Type zu draften. Wenn ich euch da mal diesen Tipp am Rande mitgeben darf. Kann speziell und physisch gespielt werden, was cool ist. Ich bin auch großer Fan von Sucker Punch auf Nidoking. Der kann immer wieder für eine Überraschung gut sein, aber in der Regel spielt man den natürlich, ich sage mal, speziell offensiv, zusammen wie Flamethrower, Ice Beam, die Standardattacken. Sludge Wave wird natürlich hart geboostet, aber man kann natürlich auch auf Poison Jab zurückgreifen. Was gibt es denn da noch alles? Kann das sogar Power Punch? Wie heißt der Focus Punch? So ein Subset? Wäre auch mal eine Idee. Ja, Focus Blast hat er, glaube ich, auch, ne? Ja. Ja, der ist halt. Der böllert einfach rein. Das Ding ist, der ist halt nicht super schnell mit 85. Also hätte Nidoking über 100 Base, wäre der halt locker im höchsten Tier, glaube ich. Weil in den kommt halt nicht so Gucci rein. So 85 Special Attack klingt zwar auch nicht viel, aber wenn die Attacks immer zweimal geboostet sind. Dann läuft das einfach. Hat nochmal Stealth Rocks, was cool ist. Kann das auch ein Suicide Lead sein. Mit, keine Ahnung, Stealth Rocks und Sucker Punch oder sowas in die Richtung. Und ja, ich bin großer Fan von Nidoking. Hatte den schon lange nicht mehr gespielt. Hatte den damals in meiner allerersten Draft-Liga zu Gen 6 Zeiten. Und da wurde er Killranglisten-Zweiter. So, ich glaube, erster wurde er nicht. Erster wurde er tatsächlich Gyarados. Aber war mega Gyarados leider. Aber er hat hier die beiden Top-Killer der MDL. Der ersten Liga, in der ich mitgespielt habe. Also nicht die YouTube MDL, sondern eine private. Und ja, ich habe wieder Bock auf King Coach. Dann haben wir Orobi, unser Alola Snubbelicat. Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, ich liebe Alola Snubbelicat. Hab den schon sehr, sehr oft
viele Lobworte entgegengeworfen. Das Problem ist jetzt nur noch, dass er ein bisschen schlechter geworden ist, weil so Bären wie die Wikibäre jetzt nur noch 33% heilen, nicht mehr 50%, wenn das Mon auf 25 der KP ist. 20% ist aber nicht so schlimm. Ich bin noch immer riesen Fan von Sumilikat. Das Ding Furcoat ist einfach so eine geile Ability. Man kann damit so geil splitten. Und der ist einfach ein, ja, kann man ihn in Neuer nennen? Ist auf jeden Fall ein sehr geiler Pivot. Oder Pivot, ich weiß nicht, was gerade der allgemeine Konsens ist, wie man das ausspricht. Parting Shot ist geil, Knockoff ist gut. Ich glaube, der hat auch T-Wave, oder? Nee, leider nicht. Aber Toxic hat er auf jeden Fall. Und damit kann man halt schon arbeiten. Man kann natürlich auch noch Fake Out spielen. Aber ja, der kommt einfach in irgendwas rein. Natürlich Foulplay. Step, Foulplay darf man nicht unterschätzen, Freunde. Das ist auch ein sehr, sehr geiler Move. Hier kommt irgendwas rein. Natürlich in der Hoffnung, dass es was Physisches ist. Kann dann mit Foulplay rausscaren. Oder mit einer super effektiven Dark-Attacke. Je nachdem, was gerade am Feld ist. Man kann aber dann auch mit Parting Shot rausgehen. Und dann ist es fast egal, ob der Gegner drin geblieben ist oder nicht. Weil er ist auf jeden Fall auf minus 1. Man kann mit einem anderen Monster reinkommen und Harakiri machen. Oder vielleicht Setupen, je nachdem, was man so erwischt hat. Taunt hat er natürlich auch noch im Repertoire. Ja, ich finde den super. Ich mag Alolas Nobilikat, hat auch schon sehr oft sehr gut performt bei mir in Ligen, manchmal leider nicht so gut, aber man kann nicht mal alles haben und ja, der wird schon Spaß machen. Dann haben wir hier Kev Volbarok in der, wie heißt die, Zwielichtform. Ja, es war auch, wie man schwer erkennen kann, Vorschlag von Kev, nachdem ich es auch benannt habe. Der war halt in Tier 3 und für Tier 3 scheint der mir echt ziemlich billig, hat ziemlich geilen Speed. 110 durch Speed mit Latios, was ich ein bisschen doof fand, habe ich nicht so gern, wenn Mons, vor allem in diesen, also alles was über 100 ist, wenn man da mehrere Mons hat mit dem kleinen Speed hier, finde ich das nicht so geil, aber er kann sich so ein bisschen retten mit der Turbofelsen, also mit der Rock Prio und ja, Duffclaws, Close Combat, ballert halt hart rein. Oh, hat nochmal Stealth Rocks, lustigerweise, hat Bulldoze, hat die Fangs, hat er auch Eisfang und Tieffang, das muss ich jetzt mal schauen. Thunderfang und Firefang hat, oder? Ja, okay, Eisfang hat er leider nicht, ist aber auch nicht so dramatisch, weil der böllert auch so rein. Und dass er Close Combat bekommen hat, ist einfach insane. Brick Break Bulk Up, muss ich gar nicht, geil. Ja, ich glaube, das wird ein guter Breaker in manchen Matchups. Ich glaube nicht, dass es der Late Game Cleaner wird oder oft wird. Aber ja, da kann ich schon Löcher in Teams hauen. Und ja, die Brio ist halt echt super, super nervig für gegnerische Teams zu handeln. Und ja, hat halt echt geilen Damage Output. Hier haben wir nochmal 117. Stellt euch das mal mit einem Live-Op vor. Oder mit einem Choice Band. Einfach mit dem mal reinkommen und Stone Edge drücken. Sicher auch nie verkehrt. Das macht schon sehr viel Spaß. Dann haben wir die Winzeminze, unser Serena. Habe ich einfach mal genommen, um auch den Water Fire Grass Type zu vervollständigen. Durch hier der große ausschlaggebende Punkt ist Rapid Spin. Sehr, sehr guter Move. Jetzt, wo man auch den Speed Booster durchbekommt, dann kann man mit Serena auf jeden Fall auch Speed Creeps machen, dass er danach Monsties potenziell outspeeden und revengen könnten, dann selber revenged und raushaut. Und ja, hat man noch eine sexy Movepool wie Knockoff dabei. Der Dropkick, die Signature-Attacke, die sehr, sehr geil ist. Aromatherapie haben wir hier noch. Er hat noch Synthese. Hat er auch Leech Seed? Ich glaube, Leech Seed hat er leider nicht. Aber ja, der hat halt Rapid Spin, hat Utility mit Aromatherapie und kann halt nochmal, kann natürlich auch als Pivot fungieren. Und Dropkick ist eine coole Attacke. Und die Fähigkeit, und zwar die hier, ist auch nicht zu unterschätzen, indem wir uns gegen Prio schützen. Das heißt, wenn wir mal einen Scarf Serena oder so bringen, oder Bandit und das gegnerische Mon irgendwie mit T-Wave oder so verlangsamt, oder mit Tailwind von Latios, kann man nämlich mal mit Prio revengen. Und so, ich dachte, warum hat der Sandwheel das letzte Ability? Ja, okay, Sweet Whale ist leider nicht so krass. Und das auch nicht. Ja, wird eigentlich eh immer die Fähigkeit sein. Aber es ist schon cool, dass man nicht vom Prios getroffen werden kann.
Und ja, 120 Attack ist auch nicht verachtenswert, ne? Der kann halt schon reinhauen. Das ist halt das nächste Ding. Und ja, sehr, sehr cooles Mon. Ich überlege gerade, ob ich den schon mal wo hatte. Ich glaube nämlich nicht. Aber ich kann mich erinnern, dass Blacklink den mal in der GBL hatte. Und da hat er auf jeden Fall auch sehr gut performt. Also auf den habe ich auf jeden Fall Bock. Haben wir Mrs. Tanji, unser Kangama. Kangama wurde hauptsächlich deswegen gedraftet. Wish. Weil der richtig fette Wishes passen kann, was sehr geil ist. Ich hatte auch noch kein Normal Type, was ganz cool ist. Oder in dem Fall nicht ganz cool war, weil Ghost Spam ist tatsächlich eine Sache, die man auf dem Schirm haben sollte. Und deswegen ist hier Kangama dabei. Kann mit Scrappy auch Ghost Mons mit Body Slam zum Beispiel treffen, was natürlich sehr, sehr praktisch sein kann. Und ja, Kangama kann Breaker sein. Hat dafür auf jeden Fall die passenden Werte, kann aber auch einfach ein Utility-Mon sein, das uns ihm mit Wish oder mit Wish dem Team hilft, es zu supporten. Hat ein großes Repertoire an Prios am Start, das heißt Fake Out, Sucker Punch, kann man auf jeden Fall was machen. Power Punch ist ein Move, den man nicht vergessen sollte ab und zu. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, krassen Setup-Moves hat er glaube ich nicht, aber Power Punch reicht auf jeden Fall schon. Konter könnte man vielleicht Shenanigans machen. Das Ebel klingt auch lustig. ja, so viel zu Kangama. Ist ein gutes Utility-Mon, vor allem für einen Lower-Tier-Pick. Und ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ihr habt ihn eh in der SML gesehen, was er da machen kann. Und ja, hier wird das gleiche machen. Vielleicht ein bisschen schlechter, weil die gegnerischen Mons ein bisschen krasser sind als in der SML. Aber im Groben und Ganzen kann man da schon was erwarten. Wenn es mal mitkommt, wird es wahrscheinlich sein Nischenpick erfüllen, hoffentlich, und dann passt das schon ganz gut. Und dann haben wir den Held der Steine, Druddigan, ein Mon, das ich schon ewig mal draften wollte, aber nie dazu kam. Und ja, der ist einfach nicer Dicer. Natürlich damals in HO-Teams Dark Moldbreaker immer ganz cool gewesen, weil er gegen einen Magic Bounce Stealthrock zum Beispiel setten kann. Hier wird er aber in der Regel wahrscheinlich eher mit der Ruskin kommen und dem Monkey Helmet. Man kennt das Set einfach. Und uns wahrscheinlich zu, ich sag mal, 90% immer die Rocks holen. Deswegen auch der Held der Steine. Man kann auch Focus Gurt spielen zum Beispiel. Und ein Suicide Lead draus basteln, was ganz geil ist. Da könnte man theoretisch auch mit Glare, Gegner Glare in der ersten Runde, dann Stealth Rocks in der zweiten Runde rücken, wenn es klappt. Oder man nimmt ihn einfach als physische Ball, weil ist der jetzt natürlich gar nicht mal so schlimm. Natürlich, der Speed ist ein bisschen miserabel, aber die KP könnten höher sein, aber 90 ist schon ganz solide und 120 böllert auf jeden Fall auch rein. Ich muss mal schauen, ob der irgendwelche coolen Setup-Moves hat. Hat der Brain Dance bekommen eigentlich? Nee, schade. Ja, wird auch nicht das Mon der großen Überraschungen werden, glaube ich. Aber Glare finde ich ein sehr, sehr guter Move. Stealthrock ist geil. Und noch ein Brain-Typ. Dragon ist halt defensiv ein relativ gutes Typing, vor allem Mono-Dragon, weil die doppelte Eisschwäche nicht da ist. So sind wir halt echt nur gegen Drachen, Eis und Fairy wack. Und gegen die haben wir auf jeden Fall gute Switch-Ins, vor allem unser Metagross oder unser zweites Steel-Type, der gute alte Robarowski, unser Voltwisher, wie Downy sagen würde. Aber ich habe den hauptsächlich genommen, weil er halt mit 96 nochmal einen Speed mitbringt, den ich noch nicht so hatte. Ist sowas Gutes zwischen 90 und 100. Und ja, da kann halt, wie gesagt, Volt Vision, also mit U-Turn hat er natürlich, hat er Volt Switch überhaupt? Ja, hat er. Nuzzle darf man nicht vergessen. Der hat auch Wish, was cool ist. Er hat Zing-Zap, ist auch eine sehr coole Attacke. Er hat Spiky Shield, was ganz cool ist. Und ja, Zuge der Mario wird jetzt nicht so oft mitkommen, aber ich glaube, wenn der mal mitkommt, wenn der Gegner den unterschätzt, kann der halt echt gut sein, weil der hat, wenn man ihn scarft oder so, der haut halt schon rein und der flincht halt schon ganz gerne, ne? Wenn man da jetzt keinen passenden Switchen in Elektro und Steel hat, dann kann das sogar gefährlich sein, was sehr, sehr lustig ist. Und ja, das war's im Groben und Ganzen. Ich habe mich versucht, kurz zu halten. Ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme jetzt geht. Wahrscheinlich trotzdem eine halbe Stunde. Aber ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der UDT oder beim UDT, beim Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei allen anderen Teilnehmern vorbei. Es sind auf jeden Fall coole Leute am Start. Drückt mir die Daumen. Ele Kids Club ist die Crew und ja, wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Macht's gut, haut da rein, euer Lös. Servus! Ele Kids Club ist die Crew, Ele Kids Club ist die Crew. Und bist du mit mir cool, gehörst du sicherlich dazu.